Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Urban Empire. Jo, wie sieht's aus? Wir warten darauf, dass die Fotografie fertig wird. Können aber in der Zwischenzeit hier auch nochmal dafür sorgen, dass überall der Anschluss ans Gasnetz da ist. Das, glaube ich, fehlte hier nur noch in diesem Bezirk. Jo. Die haben jetzt hier auch die Klinik gekriegt. Da müssen wir dann später noch dafür sorgen, dass das Ding volle Leistung bringt. Okay, ich würde gerne noch ein, zwei Monate warten, bis wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Jetzt hier schlägt die Klinik gerade ein. Aber wie man sieht, jetzt hier überall schon plus 6, plus 4. Der Spaß ist halt das größte Problem. Aber da ist die Fotografie bald fertig. Und das bedeutet, dass wir dann auch Theater bauen können. Vielleicht sollte ich lieber darauf sparen. So ein Theater hat auch eine ziemlich große Reichweite. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich sogar einen großen Teil unserer Stadt abgedeckt. Die Fotografie ist nichts für schwache Nerven. Man kann an ein und demselben Tag geschossen, eingefangen und aufgehangen werden. So. Fotografie eingeführt, schaltet Spionage frei. Damit können wir Parteien ausspionieren. Um die dann später damit zu erpressen. Nicht so mein Stil, aber naja, mal schauen. Möbelgeschäfte und Fotografen haben wir jetzt als neue Unternehmen und eben auch unsere Dienstleistung Theater. Dann erforschen wir als nächstes mal das hier, weil wir dann nämlich eben diese Dichteauswahl bekommen. Das heißt, wir können dann die Bevölkerungsdichte innerhalb der Bezirke erhöhen. So. Dann bauen wir ein Theater. Wo bauen wir das hin? Schauen wir mal. Ein Theater plus 6 Spaß. Ah, wobei die Reichweite ist nicht ganz so groß, wie ich gehofft hatte. Aber wenn wir es jetzt hier hinbauen würden, hätten wir da oben ein kleines bisschen überlappend. Hier unten fehlen nur 2, 3 kleinere Häuser. Aber vielleicht noch ein Stück hier rüber. Oder hier hin. Hier hin ist gut. Zack. Bestätigen. Kostet einmalig 750k. Wow. Mal sehen, ob wir das durchkriegen. 11 zu 7. Müsste klappen. So, und dann sollten wir aber wirklich mal wieder ein bisschen sparen. Aber dann hätten wir nämlich hier bei Spaß auch nochmal einen gewissen Bonus, der dann hoffentlich hier vorne aus der 5 vielleicht sogar eine 6 macht. Bezirk verändern. 26 zu 14 sollte auch problemlos funktionieren. 42, 19. Wunderbar. Okay, wie sieht's aus mit Besteuerung? Bei den Unternehmen. Da sind wir schon bei 15%. Was ist auf 16? Na, das wird wohl nichts. Ne, dafür kriege ich keine Mehrheit zusammen. Wie sieht's aus, wenn wir dezent wenigstens hier die Bürgersteuer erhöhen würden? Na, das wird wohl knapp. Ne. Das ist mir zu heikel. Das wird zu eng, das schaffen wir nicht. Na gut, dann können wir uns da jetzt noch nicht drauf stürzen. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier aus den Schulden rauskommen. Zufriedenheit ist 6, wunderbar, um 1 gestiegen, so wie ich es mir erhofft hatte. Das passt doch schon mal sehr gut. $17k plus pro Monat. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits würde ich ja gerne mal ein bisschen Geld zusammensparen. Weil wir gar nicht so viel davon haben. Also um genau zu sein, sind wir in Schulden. Andererseits will ich nicht so viel Zeit verlieren. Und irgendwie weiterkommen. Ich würde ja voll gerne noch ein, zwei Bezirke bauen, um ehrlich zu sein.
haben wir jetzt schon Klinik und Grundschule. Das heißt, wir haben eigentlich einen guten Grundstein gelegt, um hier weiter zu expandieren. Am besten mit einem Wohn- und einem Industriebezirk. Die Frage ist nur, wohin expandieren wir? Mal hier einen kleineren Industriebezirk und daneben einen größeren Wohnbezirk machen? Eigentlich klingt das gar nicht schlecht, hä? Versuchen wir das mal. So. Wir müssen halt nur eine gewisse Größe hier erreichen. So, dass das hier einigermaßen gerade wird. Jawohl. Oh Gott, in die Ecke kriegen wir später eh nichts weiter. Wenn wir das so machen würden. Als Industriebezirk. Ist doch gar nicht verkehrt, oder? Oh. Da kriegen wir wohl keine Mehrheit für. Nee, okay. Hat sich erstmal alles soweit erledigt. Wir müssen sparen, damit wir wieder investieren können. Lassen wir erstmal das Spiel ein bisschen laufen. Und wenn wir wieder finanziell etwas besser dastehen, dann können wir uns um neue Bezirke kümmern. Privatvermögen haben wir auch nicht genug, um irgendwo zu investieren. Wow, schaut mal, das Theater, ne? Das hat uns hier auf plus 4 gebracht. Ich glaube, vorher waren wir bei minus 2 oder so. Also das hat sich definitiv ordentlich gelohnt. Ja, jetzt stagniert es hier so ein bisschen mit dem Haushaltssaldo. Das finde ich nicht so schön. Gas haben wir überall installiert, ne? Milton, Beachdale. Außer hier unten, da haben wir es noch nicht drin. Machen wir als nächstes. Also irgendwann müssen wir es eh machen. Bessemerverfahren. Eine neue Verarbeitungsmethode macht die Produktion von qualitativ hochwertigem Metall einfacher und preiswerter. Wie sollte man Ihrer Ansicht nach die Anwendung gesetzlich regeln? Unternehmen soll der Einsatz der Technologie ohne Einschränkung gestattet sein. Sicherheitskontrollen eingeführt werden, damit nur qualitativ hochwertige Hochöfen produziert werden. Entweder also 5 Branchen stärken, aber physisches Umfeld bekommt einen Malus. Nee, dann machen wir lieber das hier. 2 Branchen stärken, Chemie und Metallindustrie in dem Fall. Das ist okay. Dafür behalten wir unser schönes physisches Umfeld. Das ist später noch ganz wichtig, weil das ist eine Sache, die in der zweiten Ära an Anforderungen ziemlich doll steigt. Wenn wir da jetzt schon ein hohes Level halten können, ist das nicht verkehrt. So, was wir mal probieren könnten, wäre folgendes. Und zwar kann man bei der Dienstleistungsfinanzierung nicht nur einstellen, wie viel Geld den einzelnen Gebäuden zugutekommt jeden Monat, sondern auch wie viel Geld auf unser Privatkonto fließt. Und wenn wir das mal versuchen würden zu erhöhen, sodass wir im Monat statt 1.000 5.000 bekommen. Ah, da verliere ich aber Wohlwollen bei allen Parteien. Ist nicht so schlimm. Solange Wahlen hier noch nicht so wichtig sind, ist das nicht so problematisch. Na, das passt schon. Das schlagen wir mal vor. Dafür kriegen wir auch eine Mehrheit. Sehr gut. Dann haben wir nämlich mehr Privatvermögen, welches wir dann einsetzen könnten, um an Beschlüssen vorbei zu agieren und da ein bisschen unabhängiger zu werden. Der Bahnhof tut seinen Dienst, dafür gibt es später auch noch Upgrades. Noch sind keine Upgrades freigeschaltet, aber mit den erforschten Sachen kriegt man dann später auch noch für die ganzen Institutionen noch mehr Upgrades. Und kann die dann, die Boni, die die bringen, noch weiter verbessern. Was wir auch machen können hier ist dann, dass wir die Dichteauswahl bestimmen können. Das heißt, wir können die Bevölkerungsdichte in den Bezirken anheben. Was auch erstmal teuer ist, aber sich langfristig lohnt. So, 23 zu 17 ist dann doch noch ein bisschen knapper, als ich befürchtet hatte. Oder als ich gehofft hatte. Aber funktioniert. So, 4.000 weniger pro Monat in der Staatskasse, dafür bekommen wir dann das Geld ins private Vermögen. Okay, wir sind jetzt auch hier wieder im Plus.
Das heißt, wir könnten unser Vorhaben nochmal versuchen, einen neuen Bezirk zu gründen. So. Ja, hier machen wir die Lücke da voll. Huch. Kriegen wir das hin irgendwie? Da müssen wir noch eine Ecke einführen, wahrscheinlich. Ne. Hier so. Na komm, jetzt mach's nicht so kompliziert hier. Ne, das funktioniert hier irgendwie nicht an der Stelle. So geht's. Hier kriegen wir auch nichts weiter rein. Machen wir hier noch eine Ecke hin. Ungültig. Jetzt sieht's gut aus. Naja. Und daraus machen wir jetzt erstmal einen Industriebezirk. Auch der kommt ans Gas mit ran, aber der kriegt keine extra Beleuchtung. Das brauchen wir nur in den Wohngebieten. Hier brauchen wir auch keine Dienstleistungen oder irgendwas anderes. Das passt alles soweit. Später, wenn wir Bezirke für Industrien gründen, werden wir von Anfang an das Straßennetz ausbauen. Oh, das wird auch ganz schön eng. Na gut, hoffen wir aufs Beste. Ich lasse mal einen Monat verstreichen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt mit der Zustimmung. Ziemlich gut entwickelt sich das, sehr schön. Das sollte dann also durchkommen. So, und dann können wir danach noch einen Wohnbezirk daneben gründen. Und dann müssen wir noch mal gucken, wie wir das mit den Dienstleistungen weiter verteilen, damit alles abgedeckt ist. So, neuer Bezirk. 28 zu 12 passt. No. 15 Gegenstimmen. Damit müssen wir jetzt halt leben. So, und dann geht's direkt weiter. Na, ich würde jetzt eigentlich ganz gern die 4x4-Struktur behalten. Jawohl. Sehr schön. Und der bekommt 70 Wohnen. Achso, Moment. Wenn man das nicht vorher auf 0 stellt, dann verschieben sich die Regler hier immer nochmal. 70-30 passt. Die bekommen auch gleich eine Anbindung ans Gasnetzwerk sowie eine geschmückte Gasbeleuchtung. Was die Dienstleistung angeht, da kümmern wir uns später drum, sonst wird das hier zu teuer und wir kriegen keine Mehrheit dafür. Das wird jetzt schon ganz schön eng, befürchte ich. Eieiei. Ne, da müssen wir ein Momentchen warten, bis wir mehr Geld haben. Sonst bekommen wir dafür definitiv keine Mehrheit und dann muss ich zu viel Wohlwollen einsetzen. Weltweite Wirtschaftskrise. Rezession greift um sich. Das jährliche Pro-Kopf-BIP sinkt weltweit. Ja, sowas passiert halt zwischendurch immer mal wieder, das wirtschaftliche Auf und Ab. Das ist halt ganz normal. Aber wir haben noch 20k plus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen runtergegangen. Aber der Trend stimmt. Es scheint eher ins Positive als ins Negative zu gehen. Auch hier in Edgeworth müssten sich demnächst die ersten Industriebetriebe gründen. Ich habe schon immer gesagt, dass Science Fiction seit der industriellen Revolution das wichtigste Genre war und auch noch ist. Okay, wunderbar. Jetzt können wir nämlich diese Dichteauswahl machen. Das müssen wir jetzt noch nicht tun, aber wir hätten zumindest die Möglichkeit dazu. Fehlen uns nur noch zwei Technologien in dieser Epoche. Ich würde mich zunächst mal ums Abwasser kümmern. Da sieht man nämlich hier schon, gibt es einiges, was freigeschaltet wird. Unter anderem nächste Institution, nämlich ein Hafen. Der ist auch nicht verkehrt. So, wir sind jetzt wieder im Plus 115k. Warten wir mal noch ein kleines bisschen ab, bis wir wenigstens so bei 250 wieder sind.
Oder sagen wir 300, das machen wir jetzt hier noch. Die eine warten wir noch. So, und jetzt können wir einen neuen Bezirk gründen. Warum sind die denn schon von Anfang an voll dagegen? Ich habe noch gar nichts geplant. So, 4x4 bitte. Das ist nicht mehr 4x4. So ist besser. Okay. Das sieht noch ganz gut aus. Bezirksdichte haben wir gesagt, Industrien keine. Und 70-30 beim Rest. Und wir möchten gern die Anbindung. Ah, hier, das, die Kosten, ne? Die machen's. Das wird immer noch ganz schön knapp. Ne, das wird so noch nichts. Okay, okay, dann machen wir es anders. Das hier nehmen wir wieder raus. Dadurch hätten wir dann jetzt erstmal hier eine Mehrheit. Und dann versuchen wir später die Upgrades einzubauen. Oder kann ich wenigstens noch den hier ranmachen? Ja, das klappt noch. Mit einem Upgrade? Ist schon auch schon knapp. Ne, ist schon okay. Machen wir erstmal so. Auch ganz schön eng, aber das Risiko würde ich jetzt mal eingehen. So. Und ob wir diesen Bezirk dann auch noch gegründet bekommen, ohne größere Schwierigkeiten, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.